Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute schminke ich mich mal wieder mit den Sachen, die ich euch in meinem Haul bereits gezeigt habe. Wir machen ein kleines Style and Talk mit einem Haufen neuer Produkte und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es geht direkt los. So, ihr Lieben, wir fangen mal an. Und zwar fangen wir natürlich mit dem Auge an. Und ich habe ja ein paar neue Paletten, wie ihr in meinem Haul gesehen habt. Einmal die Backtalk. Ihr habt die schon in einem Video gesehen, komplett. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch. Dann habe ich die Becca Ocean Jewels. Auch die habe ich schon ein, zwei Mal in Videos benutzt. So sieht sie aus. Es gibt sie auch nicht mehr und ich will euch auch die Nase nicht lang machen. Sie ist sehr schön. Und deshalb schminken wir heute nochmal mit der Born to Run von Urban Decay, obwohl ich auch dazu schon ein Video gemacht habe. Auch das verlinke ich euch. Trotzdem bietet diese Palette so viele schöne Sachen, dass ich dachte, na komm, wir schminken jetzt einfach nochmal mit der. Ganz unspektakulär wollte ich... Ganz unspektakulär wollte ich einfach nochmal so ein bisschen so einen natürlicheren Look machen. Und damit fangen wir jetzt an. Ich nehme meine Urban Decay Primer Potion, weil in der Farbe Eden, weil ich finde, die ist so gut. Also ihr wisst ja, ich bin Paint Pot Fan, aber die ist bam. Die ist so gut. Die lässt sich so gut verteilen. Die gleicht alles aus. Die ist schon fast wie ein Concealer. Und darauf funktioniert der Lidschatten sowas von. Erste Sache. Ich nehme aus der Palette zum Setten ganz gerne diesen Ton. Der ist zwar etwas schimmerig, ja, aber ich finde es auch okay, wenn man eine schimmerige Grundlage hat, weil der ist auch nicht übertrieben schimmerig oder so. Ich finde, der ist so ein bisschen wie, wie der Tempera aus der Modern Renaissance. Den nehme ich ja auch zum Setten. Der ist so, ja, so Satin-Finish. Ihr wisst schon, was ich meine. Also der ist nicht übertrieben glänzend oder glitzerig oder so, sondern der eignet sich hervorragend. Was machen wir denn? Wir halten uns mal nur in der obersten Reihe auf. Und zwar nehme ich da einfach die Farbe Weekender und Riff. Weekender und Riff, so ein bisschen gemischt. Und gebe mir die einfach so ein bisschen als Transition Color in die Lidfalte. Ich werde jetzt keinen durchgeknallten Look damit kreieren, sondern einfach nur so ein bisschen, um euch nochmal zu zeigen, dass es mit der Palette auch sehr dezent geht. In meiner Review zu der Palette habe ich ja hauptsächlich, ich habe ja da am Ende so ein paar Looks, so ein bisschen Spielerei hinten dran gehangen und da habe ich es ja eher farbig gemacht, um euch natürlich auch die Farben zu zeigen, ist klar. Aber hier machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen natürlich ja das Ganze. Boah, Leute, ich sehe übel aus. Warum bin ich denn so rot heute? Ich sehe aus, als hätte ich irgendwie Sonnenbrand oder so. Dabei war ich die letzte Zeit gar nicht draußen, sondern nur mit meiner kranken Tochter drin. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat das so ein bisschen mitgekriegt mit dem ganzen Kranksein von meiner Tochter. Die ist ja in Ohnmacht gefallen. Höchstwahrscheinlich, weil sie nicht genug getrunken hat und weil sie einen Infekt ausgebrütet hat. Ja, so einfach geht das, ne? Also, sie hat jetzt eine Bronchitis. Also, es klingt schon logisch. Dann nehme ich die Farbe Good As Gone. Diese hier. Das ist, ja, wunderschöne Farbe. Und zwar ist es ein schönes dunkles Braun. Relativ kühl, also kein warmes Braun. In der Palette ist ja auch noch so ein schönes warmes Braun, was auch sehr schön ist. Aber das hier, oh, ich finde, es ist eine wundervolle Farbe. Die platziere ich mir einfach hier so ein bisschen außen. Und was an dieser Farbe, die ist ja schon matt, aber
minimal hat sie so einen leichten Schimmer drin, wisst ihr? Also es ist einfach schöne Farbe. Die gebe ich mir jetzt hier hinten einfach so ein bisschen auf und mache das natürlich auf der anderen Seite auch. Einfach nur schön die Farbe. Das habe ich übrigens gemacht mit dem Zoeva Luxe Petite Crease, der 231. Und dann nehme ich jetzt nochmal den 224, den Luxe Defined Crease. Der ist so ein bisschen fluffig, so, ja, der hat eine ganz interessante Form. Da gehe ich auch nochmal rein. Und ja, der ist wirklich, der heißt ja Defined Crease. Ich weiß nicht, ob der jetzt so defined ist, ja, also. Der macht so, der fächert das so schön aus. Mit dem kann man super nochmal so ein bisschen Produkt aufbringen und ganz soft und leicht verblenden. Das ist ein sehr interessanter Pinsel. Und damit verblende ich das Ganze nochmal ein bisschen. Und dann kommen wir ja gleich zum Star of the Show hier, ja. Und zwar dem schon benutzten natürlich. MAC 242S und den habt ihr auch in meinem Haul gesehen. Allerdings habe ich mir den nicht gekauft, sondern ich habe den nachträglich noch von meinen VW-Mädels zum Geburtstag bekommen. Danke, ihr seid toll. Und da gehe ich in die Farbe Stranded, das ist diese hier, und nehme mir einfach Produkt auf und gebe mir das dann aufs Augenlid. Ich habe schon lange kein Gold mehr. So einen richtigen goldenen Look hatte ich schon lange nicht mehr. Naja, richtig Gold ist das jetzt hier auch nicht, aber schon in die Richtung. Ja, man kann Schimmerlidschatten gut damit aufbringen. Also ich wollte den ja, weil alle so darüber schwärmen, dass man damit die Lidschatten, Schimmerlidschatten so toll aufbringen kann. Kann man, ja, gefällt mir. Aber für den extra Wumms gibt es immer noch mal meinen Finger, weil ihr seht, ich denke, ihr könnt den Unterschied schon erkennen. Mit dem Finger hat man immer noch mal ein bisschen mehr. Aber es ist halt ganz cool, weil man kann mit dem Finger natürlich nicht so präzise arbeiten wie mit so einem Pinsel. Und dementsprechend kann ich hiermit dann noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Und es ist eine sehr schöne Kombi, Finger und dieser Pinsel. Dann gehe ich nochmal mit dem 242 von Zoeva in die Farbe Good as Gone. Gib mir das hier nochmal so ein bisschen auf und verblende das leicht. Und bin dann schon fertig mit meinem Augen-Make-up. Ja, und die Palette hat heftiges Fallout, muss ich einfach sagen. Aber genau aus diesem Grund habe ich mir ja angewöhnt, die Lidschatten einfach zuerst zu machen. Und weil mir das jetzt noch so ein bisschen zu hell ist, nehme ich mir nochmal den Kat Von D Tattoo Liner und gebe mir einfach nur so ein bisschen hier an die ja, an den Wimpernkranz, so dass es nicht so ganz so hell hier aussieht. Okay, es vermischt sich ganz schön mit dem Gold von der Palette. Was ich jetzt nicht schlecht finde, aber richtig schwarz ist er dadurch nicht. Ich meine, es passt jetzt ganz gut, aber er ist halt nicht richtig schwarz. Habt ihr einen Tipp, wie ich meine Tochter dazu bringen kann, mehr zu trinken? Es ist echt ein Qual. Und nachdem sie halt umgekippt ist, kann halt auch sein, dass sie zu wenig getrunken hat. Sie trinkt halt generell sehr, sehr wenig. Und ich versuche immer, dass sie was trinkt, aber sie trinkt einfach nichts. Sie trinkt nichts. Wenn ihr irgendeinen tollen Tipp habt, dann immer her damit. Immer her damit. So. Dann haben wir doch schon mal das Augen-Make-up erledigt. Die Palette von Urban Decay ist, finde ich, sehr gelungen, muss ich sagen. Also erstmal finde ich es schön, dass sie halt nicht aus Pappe ist, sondern sie ist so plastik, sie ist richtig fest. Sie hat ja einen riesengroßen Spiegel und echt unheimlich viele Farben, ne? Wirklich. Mir gefällt es auch, dass es wirklich fast ausschließlich recht kräftige Farben sind, muss ich sagen. Wobei man halt damit auch was ganz Softes hinkriegen kann, ne? So ist es nicht, aber es ist wirklich
Eine sehr, sehr interessante Palette. So, dann kommen wir mal zum Gesicht. Und natürlich habe ich mir eins von den neuen Smashbox Photo Finish Primer Waters gekauft, sozusagen. Selbstverständlich benutzen wir das jetzt. Und zwar habe ich hier diese Zitrus-Variante. Ich wollte ja erst die grüne haben. Ich muss auch sagen, ich hätte sie mir bestellt. Hätte ich das nicht zufällig im Douglas gesehen, hätte ich mir die grüne Variante bestellt. Und ich wäre nicht glücklich damit gewesen, weil die stinkt. Meine Herren, ey. Das lasse ich jetzt hier mal ein paar Sekündchen einziehen. Und dann benutzen wir die Misha BB Cream. Die ist natürlich, die wollte ich schon ewig ausprobieren. Also die stand auch letztes Jahr schon auf meiner Wunschliste, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich habe hier die Farbe 21 und ihr werdet gleich erstmal sehen, die hat so eine perverse Farbe. Die sieht richtig grau aus, ja. Ihr seht das jetzt auch gleich auf dem Gesicht, guckt mal. So grau-grün, ne? Alter, als ich sie mir das erste Mal aufgetragen habe, habe ich gedacht, scheiße. Kann ich gleich wieder zurückschicken. Aber ihr werdet gleich sehen, dass sich diese Farbe extrem eurem Hautton anpasst plötzlich. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal getragen. Sie ist schon recht reichhaltig, würde ich mal sagen. Ich glaube, für jemanden mit sehr öliger Haut, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das gefällt. Sie hat eine recht starke Deckkraft. BB-Creams mag ich ganz gerne mit der Hand aufzutragen. Jetzt geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Zeit und dann werdet ihr sehen, dass plötzlich diese Foundation, also diese BB-Cream, einfach perfekt zu meinem Gesicht passt. Kommen wir direkt zur Entdeckung des Jahres für mich, und zwar Clinique, der Beyond Perfecting Super Concealer. Halleluja! Ich hatte den nicht auf dem Schirm, der hat mich nicht sonderlich interessiert. Ich hatte den auf in einer Probe vom amerikanischen Sephora und ich hab den aufgetragen und dachte so, probierst du halt mal, ne? Der kommt in so einer Tube. Ich habe mir so ein bisschen auf den Handrücken gegeben. Nehme jetzt meinen Pinsel hier von Real Techniques, diesen Pointed Foundation Brush, und trage mir den hier auf. Und ja, also ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber der ist so geschmeidig unterm Auge. Der setzt sich irgendwie nicht in die Fältchen. Der ist... Der hat irgendeine besondere Technology da drin, ja, irgendwas, ja, so flexibel, dass er irgendwie halt nicht unterm Auge so wegbricht. Und ich finde den richtig gut. Ich denke, dass ich ihn mir noch in einer anderen Farbe holen werde. Ich glaube, dass ihn hier, bei uns gibt es den hier, glaube ich, echt nur in drei Farben, aber es gibt den noch in anderen Tönen, in Amerika auf jeden Fall. Aber der, also ich finde den so unglaublich gut. Ich hätte das nie gedacht, wirklich nicht. Ich war so überrascht. Guckt euch den unbedingt an. Der deckt schön ab. Also der ist jetzt kein, ich bin total zugespachtelt Concealer, sondern der hat halt eine gute Deckkraft. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, das war so... Ich hatte ja so eine Concealer-Phase und eigentlich wollte ich mir auch keinen Concealer mehr kaufen. Ich habe irgendwie nach dem Concealer für mich gesucht und ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Wirklich. Ich bin richtig, ja, absolute Mega-Empfehlung ist das von mir, Leute. Und gerade so bei Concealern tue ich mich ja sehr schwer. Er zieht an, ja. Also es ist nicht so, dass der so mega cremig ist. Der zieht schon an. Ja, aber ich weiß auch nicht, also der, ihr seht's, er ist einfach hammermäßig. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen nach, um noch ein bisschen meine Rötungen abzudecken, weil die, ich habe halt eine BB-Cream genommen, es ist keine deckende Foundation hier auf meinem Gesicht. Dementsprechend würde ich hier nochmal so ein kleines bisschen und da mit dem Concealer nacharbeiten. Oh, der oxidiert ganz schön, seht ihr das? Hier ist der neue Klecks und das ist der alte.
Ach, die Farbe passt doch, glaube ich, dann schon ganz schön gut zu mir, ne? Wenn er jetzt hier so oxidiert, dann passt es schon. So zuerst denkt man, na ja, ist ein bisschen hell, aber wenn er oxidiert ist, passt es. Ja. Okay. Wow, ich liebe den also wirklich. Ein mega geiles Produkt. Und ich bin natürlich auch schon hinter dieser Beyond Perfecting Foundation her. Die soll ja auch so toll sein. Die soll auch diese flexible Technology da haben. Nur da ist es auch mit den Farben unheimlich schwer. Bei Clinique ist für mich alles sehr rosa. Auch die angeblich neutralen Sachen. Wobei der Concealer, der hat eine super Farbe. Also der ist ein kleines bisschen gelblich, was ich gerne mag. Aber die Foundations, ey, also da die richtige Farbe zu finden, ist bei Clinique, finde ich, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Dann Puder. Da nehme ich natürlich das Hourglass Puder. Das habt ihr in meinem Amerika Sephora Haul schon gesehen. Und da habe ich es auch schon benutzt in dem Style & Talk dazu. Verlinke ich euch gerne, wenn ich dran denke. Und damit setze ich jetzt erstmal unterm Auge. Und hier so nebendran so ein bisschen. Und gehe dann gleich nochmal mit einem fluffigen Pinsel über das ganze Gesicht. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich jetzt wegen dem Puder ausflippe. Ich möchte euch das nicht empfehlen, bevor ich mir nicht sicher bin, dass ich es richtig geil finde. Weil es ist, ihr wisst, es ist Hourglass und es ist natürlich teuer. So, da muss man sich nichts vormachen. Und ich muss es einfach noch mal ein paar Mal tragen. Mein erster Eindruck, kann ich euch sagen, ist sehr gut. Aber trotzdem möchte ich jetzt nicht sagen, kauft es euch auf der Stelle. Das ist das Geilste, was ich je hatte. Aber es ist schon ganz cool, ne? Es ist wirklich so ein Puder, was, ja, man sieht es einfach nicht. Ich muss sagen, ich kriege hier in meinen Spiegel rein, sorry Leute. Ich muss sagen, ich bin auf eine gewisse Art etwas enttäuscht, weil ich irgendwie mir eingebildet habe, es müsste mehr illuminieren. So ist es. Also ich habe mir ein richtig glowy Puder gewünscht. Und das ist es halt nicht. Ja, es ist sehr natürlich, es ist wunderschön, es trägt nicht puderig auf oder irgendwas. Ich hatte jetzt auch die letzten Tage, wo ich es getragen habe, immer den ganzen Tag ein schönes Hautbild. Aber ich habe mir einfach was Illuminierendes gewünscht. Und deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, wollen wir es mal so sagen. Ich mache mal kurz das Auge unten fertig, völlig unspektakulär. Ich nehme Good as Gone und gebe mir das ein bisschen unter das Auge. Zackig und Mascara. Ich habe keine neue oder so. Da nehme ich am liebsten ja für unteres Auge. Da nehme ich ja echt am liebsten die Roller Lash für unten, wobei ich auch sagen muss, dass ich sie in letzter Zeit auch wieder fürs ganze Auge ja für mich entdeckt habe. Ich glaube, die war ja wirklich eine Zeit lang echt mein absoluter Favorit. Dann kam die Better Than Sex von Too Faced und hat die hier abgelöst. Und jetzt ist tatsächlich so, die Better Than Sex ist alle. Die Too Faced, die Benefit ist auch fast alle, aber ich werde wahrscheinlich eher die Benefit nachkaufen. Die ist so, ja. Immer wenn ich die drauf habe, denke ich, auch deine Wimpern sind schön. So, Palette fertig, Gesicht, Grundierung fertig und jetzt bronzen wir. Und da, ja, habe ich was, wo ich einfach nicht weiß, ob ich es mag. Das ist ein bisschen blöd, also. Und zwar habe ich mir einen Bronzer gekauft, und zwar die Farbe Delphic, ein Extra Dimension Bronzing Powder von MAC aus der aktuellen Limited Edition. Die Limited Edition heißt, puh, wie heißt sie denn? Mirage Noir oder so? Oh, ich weiß es nicht, ich blende es euch ein, falls es gerade falsch war. Die hat dieses geniale Packaging und dazu habe ich nämlich diesen genialen Pinsel gekauft von MAC, den ich schon immer haben wollte. Und zwar den 140S. Das ist so eine Art Fächerpinsel. Der ist halt auch in dieser coolen Aufmachung. Und wir wollen mal ein bisschen damit bronzen.
Der Pinsel. Ja. Der macht sehr softes Ergebnis, wie ihr sehen könnt. Und auch der Bronzer. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich den Bronzer so toll finde. Ich weiß es noch nicht, ob ich die Farbe so toll finde und ob ich... Ich weiß es einfach nicht. Auch da bin ich minimal, ja, enttäuscht. Will ich nicht unbedingt, doch, vielleicht schon. Irgendwie, ich weiß es einfach nicht. Also, ja, Leute, es tut mir leid. Ich kann einfach nichts dazu sagen. Ich bin so unentschlossen, was diesen Bronzer angeht. Ich weiß es nicht, ob ich ihn mag, ob ich ihn toll finde. Ja, ihr seht es, ich bin extrem unentschlossen, was diesen Bronzer angeht. Der Pinsel ist, finde ich, für Bronzer nicht so der Hammer, zumindest für diesen Bronzer hier nicht. Er ist aber ganz toll für Puder und irgendwie habe ich es halt gerade voll vergessen, dass ich ihn benutzen wollte. Er ist für Puder schön, er ist, man kann auch super mit ihm Rouge auftragen, können wir ja auch gleich noch machen. Ich würde sagen, es ist ein sehr guter Allround-Pinsel und wenn man jetzt in Urlaub fährt, kann ich mir gut vorstellen, dass ich diesen Pinsel fürs Gesicht mitnehme und nicht noch 20 andere. Wenn ich nicht so viele Pinsel mitnehmen wollen würde. Aber ich möchte ja immer gerne, ne? Ihr wisst es ja, ich habe ja so meine Lieblingspinsel. Ihr seht, es ist halt sehr soft. Das ist schon okay, es darf auch mal soft sein, ja. Aber der Bronzer, ich muss einfach sagen, ich weiß noch nicht so, ob ich den so liebe. Dann machen wir mal Highlighter. Und da nehmen wir den Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator in Gilded Honey. Das ist auch ein Klassiker. Den wollte ich schon ewig mal haben. Und der ist, ich zeige es euch, der ist wirklich schön. Aber, der hat ein bisschen Glitzer. Aber ich finde, das ist so ein Glitzer, was ich gut ab kann. Guckt mal. Er ist sehr gold und ich hatte ja Angst, dass ich den nicht tragen können werde. Kann ich aber. Also alles kein Ding. Kann man sehr gut tragen. Guckt mal, könnt ihr es sehen? Ja, der ist schon schön. Ich habe den ja gekauft, weil ich dieses kleine Trio so toll finde. Wartet, ich hol's mal eben. Life Glows On von Laura Geller, dieses bisschen holographische Trio. Und weil ich ja eigentlich gar nicht so auf Holo stehe, habe ich gedacht, holst du dir nochmal eine andere Farbe Highlighter. Ich finde aber das Trio noch cooler, muss ich sagen. Ich finde das richtig niedlich. Das ist irgendwie so, ja, ich finde es ganz toll. So. Highlighter. Alarm. Ja. Finde ich schön. Es gab irgendwo, ich glaube bei Cult Beauty oder so, gab es auch so ein Trio noch mit anderen Farben, aber es war leider ausverkauft. Das hätte ich am liebsten gehabt, weil da war Gilded Honey drin und noch diese anderen beiden normalen Töne, sage ich mal. Rouge wollten wir ja auch mit dem MAC-Pinsel auftragen. Und da nehme ich jetzt aus der Backtalk-Palette das Double Take und trage mir das ein bisschen auf. Also ihr seht, das geht sehr schön mit dem Pinsel, finde ich. Wow, habe ich einen Natural Look heute, meine Güte. Ich habe nicht mal einen knalligen Lippenstift, den ich auftragen konnte. Ich mische das nochmal so ein bisschen mit dem Loki. Tja, die Backtalk-Palette, was soll ich sagen? Insgesamt hat sie ja bei einigen auch so minimal Enttäuschung hervorgerufen. Kann ich verstehen, muss ich sagen. Also die Lidschattenseite könnte geiler sein, muss ich einfach sagen. Dafür ist aber die Rouge-Seite wunderschön. Also ich bin absolut Fan von der Rouge-Seite. Gefällt mir total gut. Ich hatte ja als Gesichtspalette noch die Be Light von Becca. Habe ich euch auch ein Video gemacht. Falls ich noch Platz zum Verlinken habe, verlinke ich es euch. Puh, die Palette, ja. Was soll ich dazu sagen? Also
Ich habe sie recht gut bewertet in dem Video, weil ich finde, dass sie eine ganz schöne Palette ist. Leider, also es ist so. Ich habe die Palette benutzt und war so voll happy damit, ja. Ich habe aber euch auch schon in meiner Review gesagt, dass dieser Ton ein bisschen dunkel ist. Ich dachte aber, naja, die ist okay dunkel, würde ich sagen. Also die ist jetzt nicht übertrieben zu dunkel für mich. Und dann habe ich, es ist meistens so, mein Mann ist vormittags manchmal arbeiten, also der hat immer verschiedene Schichten, auf jeden Fall war der vormittags arbeiten. Dann habe ich mich halt geschminkt, als Maler Mittagsschlaf gemacht habe und er kam dann nach Hause und dann guckt er mich so an und sagt so, hast du Selbstbräuner drauf? Ich so, nee, das ist ein neues Puder. Also, du siehst aus wie Donald Trump. Und ich so, okay, also die Farbe ist auf jeden Fall zu dunkel. Leider. Schade, schade, Becker. Das Blurring Powder hättet ihr nicht so dunkel machen sollen. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ihr das gemacht habt, ehrlich gesagt. Weil die anderen sind sehr schön. Also das Puder ist sehr schön und vielleicht kann man es machen, so all over die beiden gemischt. Dann sieht es vielleicht schön aus. Ja. Aber ich wollte jetzt einfach mal das von Hourglass einfach mal alleine wirken lassen. Okay, Augenbrauen. Ich mache mal eben hier kurz so ein bisschen Augenbrauen mit meinem All-Time-Favorite. Und zwar dem guten alten Precisely My Brow. Ich habe den auch nachgekauft. Das hier ist jetzt mein neuer, weil er einfach toll ist. Ja, ich muss sagen, schnelle Augenbrauen ist er einfach für mich. Für mich ist es der Hit. Ich habe früher immer gesagt, ja, so teuer, das braucht man nicht kaufen. Und der von NYX ist genauso gut. Und ich habe jetzt neulich den von NYX mal rausgekramt. Und tatsächlich ist der echt von der Farbe überhaupt nicht so gut für mich. Und ich muss noch mal gucken, ob ich ihn in einer anderen Farbe noch mal hole. Um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken, nehme ich jetzt noch mal das Augenbrauenpuder von Kat Von D. Auch das habe ich euch in meinem Amerika-Haul gezeigt. Ja, das habe ich mir mitbringen lassen von einem Kumpel von mir. Und ihr könnt sehen, den Unterschied. Ja, nur ein bisschen gemachte Augenbraue. Richtig gemachte Augenbraue mit diesem Puder. Da ist ja so ein bisschen Glitzer drin. Ja, lasst euch nicht, nee, Glitzer nicht, Schimmer, Leute. Lasst euch nicht so abschrecken von diesem Glitzer, Schimmer, entschuldigt bitte, Schimmer. Weil man sieht es wirklich nicht. Also man sieht es nicht... Ja, man sieht es einfach nicht wirklich, ja. Es ist ein sehr schönes Produkt. Ihr könnt sehen, meine Augenbrauen sind sehr intensiv. Ja, und für mich ist der Hammer der Pinsel, ne? Also ich hoffe das sehr, dass der nach Deutschland kommt. Das ist der 75, dieser zackige. Der Pinsel ist mega cool. Ihr könnt hier so richtig reingehen und dann könnt ihr die quasi damit so gleichzeitig so ein bisschen auskämmen. Und ja, ich weiß nicht, also man kann irre cool damit arbeiten. Ich bin ganz begeistert. Und es ist ja auch jetzt nicht Kat Von D die erste, die sich gedacht hat, wir machen in braunen Produkte ein bisschen Glitzer. Ja, das hat ja Benefit auch schon mit diesem 3D Brow Tones. Das ist ja auch so ein schimmriges Produkt. Und so die Kombi der Precisely My Brow und das Puder von Kat Von D und dann dieser 3D Brow Tones da drauf. Alter, ey. Das sind dann locker mal 80 Euro. Ja, 80 Euro knapp Augenbrauen. 80 Euro Augenbrauen. Wenn ich den Pinsel noch dazu rechne, sind es ungefähr 100 Euro Augenbrauen. Also, muss man das? Nein, definitiv nicht. Also, sicherlich gibt es Produkte in der Drogerie und auch günstigere Produkte, mit denen ihr wunderschöne Augenbrauen zaubern könnt. Also, das ist echt, muss nicht sein, ja. Gut, spritzen wir noch mal ein bisschen von dem Smashbox oben drauf. Es ist angenehm, ja. Und nun kommen wir
zu den Lippen. Was nehmen wir denn? Was habe ich denn an Lippen? Muss mal kurz gucken. Den will ich nicht nehmen. Ich glaube, ich nehme einen von den beiden. Becker Glossen. Nee, wir nehmen den. Wir brennen mal wieder auf den Lippen. Und zwar, das ist ein Lip Injection Gloss in der Farbe Let's Flamingo. Und ja, ihr könnt sehen. Ich finde, das ist so ein mega frischer Gloss. Ich glaube, mit einem knalligeren Lip Liner oder so würde der bestimmt auch richtig cool aussehen. Der ist nicht so, ihr seht ja, nicht so krass wie er jetzt hier. Der gibt so ganz leicht Farbe ab. Also es ist kein extrem pigmentierter Gloss oder so, sondern einfach nur wa-wa-boom, glossy, glossy. Wow, ist hier was Natürliches bei rausgekommen heute. Ich muss aber auch sagen, dass ich im Sommer so etwas lieber mag. Also irgendwie so dramatisches Full Face ist eher irgendwie was für mich für den Herbst. Das ist wahrscheinlich bei vielen so, ne? Schön. Mir gefällt es. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Ja, ich gucke nochmal, was ich hier noch so liegen habe. Was ich... Oh, der brennt, der Gloss. Den habe ich schon mal bei meiner Freundin Pamela in einem Video drauf gemacht und sie so, wann brennt der denn? Die ist eine Lügnerin. Der brennt. Der brennt richtig. Aua. Okay, ihr Lieben. Das war's. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Schönes und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.